Und lassen Sie es auch so formulieren, Impfen ist Nächstenliebe. Es geht nicht nur um uns selbst, sondern es geht um uns alle. Wir werden im Herbst erleben, dass die Zahlen steigen. Und dann ist klar, dass diejenigen, die genesen sind, die getestet sind oder die geimpft sind, weniger Einschränkungen haben werden als die anderen. Das ist auch vollkommen klar. Das ist in einem Rechtssystem so. Eine Art Impfzwang. Ich will mal deutlich sagen, das ist Unfug. Niemand wird in der Bundesrepublik Deutschland gegen seinen Willen geimpft. Und auch dieses Gerede, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer, ihre Grundrechte verlieren sollen, ist genauso großer Unsinn. Das ist eine absurde und bösartige Behauptung. Aber Impfen ist von all den drei Varianten die angenehmste und die sicherste. Und deswegen sollten wir jetzt die kommenden Wochen nutzen, uns alle impfen zu lassen. Wie viele Menschen müssen noch sterben, bevor du dich impfen lässt? Wir müssen vorsichtig sein. Dieses Corona ist nicht zu Ende. Und Delta ist extrem ansteckend und deswegen lassen Sie uns auch alle miteinander Verantwortung für den Nächsten übernehmen. Es geht jetzt um die Eigenverantwortung, die wir alle haben, im Umgang miteinander und wiederum im Impfen. Das ist die Chance, gut durch diese vierte Welle durchzukommen. Impfen ist Nächstenliebe.